Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur Ausgabe von Big Wave TV. Was machen wir heute? Ja, wir machen heute Hefe-Schoko-Klößchen mit Kirschsoße, denn meine Mutti isst gerne Hefeklöße, zeig es euch mal. So soll das dann aussehen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das heute mal. Und ja, ich habe soweit alles vorbereitet. Schau mal dann, wie es schmeckt. Oder meine Mutti besser gesagt, schau dann, wie es schmeckt. Dann geben wir euch natürlich dann Bescheid. Aber wir fangen dann gleich mal an. Ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr schon mal Abo da lasst, falls es euch gefällt. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe alles vorbereitet, was wir die Kamera hinstellen. Ja, dann fangen wir auch gleich an mit Kochen. Bis gleich. So, meine lieben Leute, wir werden jetzt den Kochvorgang starten. Und als allererstes sagt ihr, 120 Gramm Milch wird benötigt. Also 120 Gramm Milch als erstes in den Topf rein. Wir müssen natürlich auch noch hier alles rausbauen. Das müssen wir nochmal Tara drücken. Zack, das machen wir natürlich. 120 Gramm. Ja, jetzt sind es 133 Gramm. Ist jetzt aber auch, denke ich mal, nicht so schlimm. Manchmal geht es ratzfatz. Wir gehen mal auf weiter. Und dann brauchen wir 30 Gramm Zucker. Das habe ich hier alles schon hingestellt. Ich brauche natürlich noch einen Löffel. Der ist irgendwie wieder in... Nee, hier ist alles klar. 30 Gramm Zucker. Mal gucken, wie viel das ungefähr ist. Also zwei Esslöffel ungefähr sind es. Ja, ein Gramm fehlt jetzt nochmal. Genau, 30 Gramm. Wunderschön. Also ungefähr zwei Esslöffel. 20 Gramm Butter. Die Butter habe ich jetzt hier. Jetzt brauchen wir vielleicht noch ein Messer. Ich nehme auch ein Box. Da bin ich auch mal gespannt. Wir haben jetzt hier minus 1 Gramm. Dann gehen wir nochmal auf Tara. 20 Gramm Butter ist ja nicht so viel. Kann ja nicht so viel sein. Ich werde jetzt mal so ein Stückchen nehmen. Das waren 6 Gramm. Ja, haben wir 18 Gramm. Hier machen wir noch so ein Stückchen hier rein. Genau 20 Gramm. Wunderschön. Und 20 Gramm frische Hefe oder 2 Teelöffel Trockenhefe. Ich habe mich für die frische Hefe entschieden, weil einfach, ich finde sie einfach aromatischer. Das ist einfach so. Die nehmen wir mal jetzt. Ist hier ungefähr 42 Gramm hat ja einen Würfel. Das heißt, wir müssen hier ungefähr die Hälfte von den Würfeln nehmen. Ich sprühe sie mal hier so rein. Ja, 2 Gramm fehlen noch. Immer noch. 1 Gramm. Wunderschön. Dann packe ich hier schon mal wieder in den Kühlschrank. Gehen wir auch weiter. Messbecher und Mixtopf einsetzen, also den Deckel und den Mixtopf einsetzen. Also den Messbecher besser gesagt. Wo habe ich jetzt meinen Deckel? Der ist hier. So machen wir das. Zack. Weiter. Und jetzt wieder 3 Minuten 37 Grad und wir sollen auf Stufe 2 drehen. Bis gleich. So, ist er auch gleich soweit. Jetzt macht er mal 8 Sekunden zum Abkühlen, okay. So, jetzt geben wir 280 Gramm Mehl hinzu. Das heißt, wir müssen uns mal vorher Tara drücken. 280 Gramm Mehl. Ich habe jetzt normales Weizenmehl Typ 405, weil hier auch nichts weiter steht. Deswegen denke ich mal, das ist das schon okay. So. Langsamer machen wir. Ja,
288 Gramm. Wir hatten ja vorher ein bisschen mehr Milch zu viel drin. Sollte okay sein. Geben wir auch weiter. 1/4 Teelöffel Salz. Geben wir hinzu. Ein Ei. Geben wir auch hinzu. Den schmeißen wir schon mal weg. Dann den Deckel mit dem Messbecher wieder aufsetzen. Dann gehen wir auch weiter. Und jetzt nimmt er die Stufe 3 Minuten und jetzt nimmt er die Knetstufe ganz einfach. Bis gleich. Er sagt jetzt aber auch noch zwischendurch den Verroma-Behälter und den Einlegeboden mit Butter einfetten. Das machen wir dann gleich. Also soll ich schon mal zeigen. Muss ganz schön aufpassen. Also er tanzt bei den Kneten ganz schön rum. Er sieht es gleich. Das ist Wahnsinn. Da müssen wir echt bei durchs Gleitbrett bewegt er sich dann doch ganz schön. Er tanzt ganz schön rum. So, also wie gesagt, ich sag's nochmal nebenbei, wenn das Programm läuft, Varoma-Behälter einfetten und den Einlegeboden einfetten. Jetzt gehen wir auch weiter. Jetzt formen wir aus dem Teig 16 gleich große Kugeln, ca. 30 bis 35 Gramm, formen in der Hand flach gedrückt und jeweils ein Stück Schokolade in die Mitte. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Das heißt, vorher zeige ich euch natürlich noch, wie der Teig aussieht. Der ist so aus, sieht so aus. Den holen wir jetzt raus. Den packen wir erstmal auf einen Teller. Den hin. Und dann drehen wir mal hier hinten. Sollte eigentlich funktionieren, dass er da rauskommt, aber irgendwie will der nicht. Nee, der will nicht. Gut, dann werden wir den doch anders rausholen. Bis gleich. Also meine lieben Freunde, die Kugeln sollen ungefähr so groß sein, so 30 bis 35 Gramm. Wenn wir das dann haben, nehmen wir den in die Mitte und packen da einfach ein Stück Schokolade rein. Ich habe jetzt die normale Vollmilchschokolade aus dem Aldi genommen, also die Alpenmilch hier. Ja, die packe ich jetzt einfach hier rein, die Schokolade. Drehe die nochmal schön zu. So. Und lege den schon mal auf den Varoma-Einsatz. So verfahren wir jetzt mit ungefähr 16 Kugeln. Bis gleich. So, jetzt sagt er, ich soll von den Klößchen 7 in den vorbereiteten Varoma-Behälter legen und 9 auf den Einlegeboden, die wir schon vorbereitet haben. Das heißt, wir machen jetzt hier unten 7 rein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die restlichen legen wir hier oben hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manche sind leider kleiner geworden, also irgendwie hat das ja nicht ganz gereicht, wie man jetzt hier guckt, hier drüben der. Aber die gehen ja noch ein bisschen auf, vielleicht sind die auch schon gut gegangen. Lass ich mich mal überraschen, ich lege die mal so ein bisschen weiter auseinander hier noch. Den mehr so mittig, den hier so. Und dann die anderen habe ich so eingelegt, das sind die 7 Stück. So, mal gucken, was als nächster Schritt kommt. Varoma verschließen und den Teig an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Ich decke das mal mit einem Geschirrtuch ab. Und dann lassen wir den erstmal in Ruhe gehen. Mal gucken. Dann sehen wir uns gleich wieder, liebe Freunde. So, meine lieben Freunde, in der Zeit, wie die Klöße gehen, machen wir schon mal mit der Soße weiter. Dazu benötigen wir 500 Gramm Wasser. Ich habe natürlich die Maschine noch, also den Topf schon wieder gereinigt mittlerweile. So, 500 Gramm Wasser sind drin. Dann werden wir den Varoma aufsetzen. Okay, wir können nicht weitermachen. Wir müssen doch erstmal stoppen. Wir müssen warten, bis die gegangen sind. Okay. So, meine lieben Leute, wir haben sie jetzt eine halbe Stunde gehen lassen. So sehen die jetzt aus von der Größe her. Manche sind auch klein geblieben, warum auch immer. Und die hier unten, die sind auch schön, richtig schön aufgegangen. Also, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht war der doch hier auch zu klein von vornherein. Aber hier unten, wenn man da reinguckt, da ist ja schon fast gar kein Platz mehr. Ich werde die mal jetzt noch ein bisschen
umbauen. So, aber so viel Platz ist hier nicht. Naja. Wir machen es nach Rezept. Wir legen das jetzt hier drauf. Aroma soll da auch aufgelegt werden. Da kommt jetzt noch der Deckel mit drauf. Das machen wir natürlich, wie das hier gesagt wird. Wir gehen auf weiter. Und jetzt sagt da 20 Minuten Aroma-Stufe und dann auf Stufe 1 drehen. Das machen wir jetzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine lieben Leute, er ist fertig und die sind wirklich schon ganz schön groß geworden. Mein lieber Schwan hier, wenn wir das mal uns angucken hier. Auch, hier unten sind sie noch größer. Also so sehen die jetzt aus. Ich stelle die erstmal beiseite auf einen Teller. Lass die dann noch mit dem Deckel stehen. So, jetzt gehen wir auch weiter. Aroma absetzen und warm halten, verschlossen zur Seite stellen. Ja, machen wir Mixtopf leeren. Da war jetzt noch Wasser drin. Spielen wir auch mal eine Runde aus. Halt das dann doch noch. Ganz schön heiß geworden, der Topf, mein lieber Schwan. So, haben wir gemacht. Jetzt kommen 600 Gramm Kirschen. Ich habe jetzt Gläser genommen, weil ja Kirschsaison ist vorbei. Ich habe sie schon abtropfen lassen. Machen sie mal hier rein. Wo ist denn mein Löffel hin? Ich habe hier noch schade einen Löffel gehabt. Ja, nehmen wir den hier, ist egal. So, wir sind jetzt bei 673 Gramm. Ich nehme aber alle Kirschen, weil ich weiß, wohin damit. Da ich zwei Gläser nehmen musste, weil sonst hätte die nicht gereicht. Ich denke mal, darauf kommt es jetzt auch nicht an. So, jetzt wieder 10 bis 15 Gramm Speisestärke dazu haben. Da denke ich mal, nehmen wir die 15 Gramm, das war das auch. Oder ich nehme am besten 20 Gramm, weil wir doch ein bisschen mehr haben, mehr Kirschen. Deswegen werde ich mich hier doch für die 20 Gramm entscheiden. Ja, haben wir jetzt auch schon. Wir haben jetzt 19 Gramm, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Ist okay. 30 bis 40 Gramm Zucker. Dann mache ich die 40 Gramm. Oder eigentlich brauchen wir gar nicht so viel, weil die Kirschen sind ja schon gezuckert hier. Die hier drinnen sind. Ja, dann brauchen wir gar nicht. Dann werde ich nur 15 oder 20 Gramm nehmen, weil das ist ja Quatsch dann. Die sind ja schon gezuckert. So, ich habe jetzt 16 Gramm, das reicht. Da ist schon genug Zucker drin in den Kirschen. So, jetzt will ich, dass ich den Deckel wieder aufsetze. Mit dem Messbecher. Und dann wieder das 15 Sekunden pürieren auf Stufe 8. Also wir gehen noch weiter, Messbecher entfernen, ja, muss er auch noch aufmachen. Aber nur den Messbecher entfernen, okay, dann machen wir nur den Messbecher auch raus. Mal Aroma aufsetzen, okay. Und jetzt nochmal 8 Minuten auf Stufe 2 bei 100 Grad, okay. Bis gleich. So, er ist wieder fertig, wir gehen so weiter und er sagt da, sofort mit der Kirschsoße servieren. Das machen wir jetzt. So, mal, Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich werde es mal schnell probieren. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, hier habe ich das Gute. Probier erstmal die Kirschsoße. Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich kein Hefekruss-Fan. Aber vielleicht ist das mit der Schokolade da drin ja gar nicht mal so schlecht. Also ich würde es mir wieder machen. Ich bin gesagt, ich bin eigentlich kein Hefekruss-Fan, aber die sind auch schön. Wenn das hier so guckt,
schön fluffig hier. Also ich hoffe, ich sehe das jetzt. Hier, wenn man das so sagt, die sind wirklich extrem fluffig. Also ich finde die mega lecker. Die Kirschsoße passt wunderbar dazu. Wahnsinn. Na gut, bis jetzt haben wir die gekauften genommen. Vielleicht liegt es daran, aber die... Wahnsinn. Also, ich kann dir nur von mir aus 10 von 10 Punkten geben, weil ich bin gerade baff, weil ich bin normalerweise kein Hefewurst-Fan, aber die werde ich jetzt auch essen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Wie immer gilt, Daumen spreizen, nicht mit Likes geizen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr auf dieser großen Welle mitsurfen wollt, wie gesagt, lasst ein Abo da. Teilt es lieber da an Freunden. Wir sehen uns morgen wieder. Halt hin, bis denn und haltet die Ohren steif. Und viel Spaß beim Nachkochen. Also ich kann es nur empfehlen, ist echt lecker. Haut rein, bis denn, auf Wiedersehen.